Werfen wir einen Blick auf die beeindruckenden und exklusiven Metallbilder von Hubert Erlinger, auch bekannt als Hubertus, die derzeit noch in Hendorf am Wallersee ausgestellt sind. Früher faszinierten Hubertus schon die Farbgewalt und die Strukturen durch das Abkühlen und Erwärmen von Eisenplatten. Inspiriert von zwei ehemaligen Künstlerkollegen entstehen seine Werke aus der Kombination von Feuer, Wasser und Geist. Mein Name ist Hubert Erlinger, Künstlername ist Hubertus. Und ja, das Hauptfeld ist eigentlich, das sind Metallplatten, die wo sie durch zigmal erwärmen, abkühlen und Zufuhr von Kohlenstoff. Abkühlt werden sie etliche Mal mit hinterhältigem Wasser, dass er die Formgewalt rauskommt. Und ja, wenn es bei meinen Platten sieht, ist eigentlich eine enorme Formgewalt und eine Energie drin. Und wo holst du deine Inspirationen? Die Inspirationen, die hole ich mir ja. Die hole ich mir aus dem Leben. Das Leben, wenn man es ein bisschen beobachtet, eigentlich, was sich im Umfeld so ausspielt. Und da sind meine Hauptinspirationen. Ich habe mich da inspirieren lassen bei dem Büttel. 70 Jahre Befreiung Mauthausen. Da haben wir gestern, heute Morgen, dass der Antisemitismus wieder stark im Vormarsch ist. Und hier rennt der Judenstern und natürlich der Stacheldraht, wo das ganze Hinberg stattgefunden hat. Gestern, heute Morgen, das soll die Todesstirn darstellen. Und ja, dass eigentlich die Leute nicht gescheiter werden. Die Tafel hat mich inspiriert, weil es eigentlich wieder direkt aus dem Lehm ist. Die Tapferkeitsmedaille und der Heldenfriedhof, die sind eigentlich, wie man so sieht, sehr nah beieinander. Das ist eines von meinen Werken, das jüngste Gericht. Die Platten ist nach Israel alle verkauft worden. Und vor dem Verkauf hat es der Ulrich Gezi noch fotografiert und das ist nachher auf Büttenpapier gedruckt worden. Und da sieht man eigentlich, was da eigentlich für Formgewalt und Energie, was in der Büttel da eigentlich drin ist. Und wenn man so anschaut, kommt dann eigentlich meinen, das ist eigentlich vom Universum eine Aufnahme. Die weiteren Ziele sind, dass ich noch ein bisschen was machen kann und dass vielleicht irgendwo ein bisschen Anerkennung finden da. Und da bin ich in Hendorfer Kulturkreis einmal recht dankbar, dass ich da einmal ausstellen habe, weil es war ja schon einmal der Karl Zuckmeier, einer der Gründer vom Hendorfer Kulturkreis Frühjahrszeiten, eine rechte Persönlichkeit. Und dass uns da nachher noch eigentlich ausstellen darf, ist schon nicht schlecht. Die Tafel, da haben wir jetzt erst schon erwähnt, mit dem Antisemitismus, weil der hat ja nachher in die Schweiz emigrieren müssen, da für Österreich im Zweiten Reich. Und nachher später nach Amerika. Ich habe den so ein bisschen verfolgt und es ist eigentlich seine Vielfältigkeit und sein Können ist eigentlich gewaltig. In Anlehnung an Herrn Karl Zuckmeier ist das Kreuz da ganz leicht erklärt. Er war ein sehr gläubiger Mensch, aber ein sehr kritischer. Und wenn man es da schaut, die Vergangenheit, wo man es reinschaut bei der Kirche und die Zukunft, schaut eigentlich alles mehr so nicht so rosig und ein bisschen verschwommen und düster aus. Der Sessel wurde nach dem Volkssager Lügen haben kurze Beine angefertigt und soll als Leihgabe ins Parlament nach Wien. Ich glaube, zu dem Werk brauche ich gar nichts zu sagen, da soll sich jeder selbst eigentlich seine Meinung bilden. Das kann jeder auffassen, wie er will.
Die Form, hinten ist wieder ein Metallplatten, vorne ist ein Messingplatten und da auch wieder durch Erwärmen, also fast bis zum Schmelzen und nachher wieder Zusatz versinterhaltigem Wasser, da hat sich das ganze Büttel eigentlich so ergeben. Die Herausforderung bei diesen Arbeiten besteht darin, die Eisenplatten so zu erhitzen und gleichzeitig zu kühlen, dass die dabei entstehenden Anlassfarben ein räumliches Bild ergeben. Die Eisenplatten werden auf etwa 700 bis 1000 Grad Celsius erhitzt. Also das ist jetzt ein Werk von Baldrian, aber eine Weiterentwicklung von deinem Werk. Ja, genau. Also da hat er von mir eine Platten fotografiert und mit dem Computer hat er das dann weiter bearbeitet, seine Fantasiewelt. Bei diesem Werk von Hubertus geht es um den Klimawandel. Ganz egal, wie man dieses Werk interpretiert, völlig wertneutral, es geht dem Künstler primär darum, dass auch in Zukunft mit den Ressourcen und Werten etwas sorgsamer umgegangen wird. Ich bin die Annelies Divora. Wir sind da im Atelier vom Hendorfer Kulturkreis. Wir sind ca. 20 aktive Künstler. Wir veranstalten ein paar Mal im Jahr also Ausstellungen von den verschiedenen Künstlern. Manchmal stellen sie gemeinsam aus, manchmal ist eine Einzelausstellung. Je nachdem, wie es halt wollen. Im November haben wir dann die nächste Ausstellung, wo wir wieder alle gemeinsam malen zum Thema Köpfe. Und die haben wir gemeinsam mit den Goldhaubenfrauen. Und so werken wir halt wieder hin.